Hi. Ich schäme mich immer noch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich habe ja in der letzten Folge was vorgeschlagen und ich Mit würde sagen. Gast. Ah ja, du bist ja auch noch da. Ich würde vorschlagen, wir fangen gleich Player. An. Ja. Das erste Gebäude ist natürlich Vesuvius. Der Strip Club. Oh. Das heißt. Ich dachte, das wäre so eine Würstchenbude. Jetzt kriegen wir aber leichte Probleme mit YouTube. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, deswegen lasse ich das Gebäude noch aus, ausnahmsweise, und mache den lieber zum Schluss, weil ich habe Angst, dass ich Probleme mit YouTube kriege. YouTube. Hm? Warum kriegst du Probleme mit YouTube? Warte, da hinten ist eine dunkle Gasse. Ich war in der dunklen Gasse, jetzt bin ich glücklich. Naja, YouTube, der verbietet ja das alles mit... und. Aber es ist ein Spiel. Trotzdem... Oh, Friedhof. Auf dem Friedhof können wir tatsächlich auch noch eine Sache machen. Die möchte ich aber... Da hinten. Die möchte ich aber noch nicht machen, weil die ist sehr schwer und ich möchte... Huch! Ach, wow. Guck mal, die Maus hat die Super, Tonne bewegt. Super, Ratte. Ja, die Maus hat allen die Tonne bewegt. Mülleimer! Zwei. Tonne? Zwei. Tonne? Stimmt, das ist Tonne. Ach, ich vermisse Mülleimer. Die Friedhofsquest machen wir auch zum Schluss, also nachher, weil die ist wirklich sehr schwer. Bitte fragt mich nicht, woher ich das weiß. Hier hinten ist eine Gasse, in der müssen wir nicht gehen. Wir sind ja kein Nosferatu. Das ist eine aufgemalte Tür. Wie gesagt, wir gehen von links nach rechts. Hier können wir rein. Hier können wir rein. Was ist das? XXX. Okay, ich kann mir irgendwie schon denken, was das ist. Ja, das heben wir uns mal lieber auch zum Schluss aus. Wisst ihr was, dann mache ich... Ja, das beste kommt zum Schluss. Wisst ihr was, dann mache ich so eine Extra-Folge, wo wir in diese zwei Dinger gehen und uns die Nebenquesten holen, weil da sind auch Nebenquesten drin. Und ich möchte ja alle Nebenquesten machen und... du bist asiatisch. Yay! Na klar. Dann mache ich so eine Extra-Folge, weil nicht, dass YouTube sagt, das Video muss weg, dann... Dann ja. War's das. Dann war ja alles andere, was normal war, umsonst und... Ich mache dann doch lieber ein extra Video. Oh, wir sind im Club. Und da leuchtet was. Sofort eine normale Armbanduhr gestohlen. Huch, wer bist denn du? Indiana Jones. Der hat voll viele Gesichtsdetails. Mhm. Und jetzt kommt erst die Musik. Ey, Typi, lass mich durch. Na gut, dann eben nicht. Können wir tanzen? Vampire Dance. Tanzen. Tanz? Yeah, jetzt können wir tanzen. Und so schaut Roger jetzt von vorne aus. Wow. Echt nett. Aber jetzt müssen wir uns mal noch ein bisschen mehr umschauen. Ladies. Da gehen wir mal lieber nicht rein. Hier sind Männertoiletten. Das Männerkloster. Weißt du noch? Was? Mit den Tagen und der Toilette. Oh je, fand ich das nicht gut. Irgendjemand redet. Egal, ich habe eine Treppe gesehen, die möchte ich benutzen. Wo ist die Treppe? Treppe! Ach, da ist die Treppe. Dann lasst uns mal gleich da hingehen. So, wir sind oben. Wer bist du? Mir egal. Und da kriegen wir unsere erste Nebenquest. Und ich würde vorschlagen, die machen wir gleich. Let's go! Und sie sind... I just might. Sicher. Der Typ ist komisch, der macht mir Angst. Why don't you ask everyone else? Auch nur hier. They'd know. Ach man, reden sie schon. Ash, there. Go tell your friends so they don't bug me. Schön, sie kennenzulernen. I bet. Was ist ihr Problem? Das frage ich mich gerade auch. Die Sonne ist untergegangen. Und? Halt nein, wir nehmen das zweite. Ja, das macht sie öfter. Ich mag ihre Art nicht. Hören Sie. Nein, such du aus, weil beides ist so gemein. Okay. Ich überlege gerade, was ich nehme. Ich weiß schon, welches ich nehmen würde. Ich nehme das erste. Hören Sie. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber wenn Sie so weitermachen, tue ich's doch. What's the catch? Sind Sie lebensmüde oder was? To say yes will be an understatement. What do you care anyway? I could just do it. Just walk out of here and take your legend. Maybe I know, maybe I don't. Ein Glück, dass ihr nicht sehen könnt, was ich und Gast gerade machen. Ich hasse mein Gesicht. Naja.
Dance in the 80er Club. Was sie sagen, macht keinen Sinn. Wen gesehen? Ist das sein Club? Ich denke schon, so wie es aussieht. Wow. Hm? Ja. Muss es immer wieder durchlesen, was sonst passiert. Wir sind erst bei 5 Minuten. Bitte, reiß dich zusammen. Ich versuche es, deswegen male ich das auch nicht. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Kennen Sie Isaac? Ha! Hey, der mag diesen Isaac auch nicht, der uns so angemutzt hat. Super. Sie mögen Isaac nicht? We haven't seen eye to eye on too many things lately. Okay. Isaacov, zum Beispiel? Wie kann man nur so in den Club gehen? Blonde Zöpfe und dann noch diese Kappe da vorne. So würde ich lachen. Wir müssen so aussehen. Oh. Was ist denn dagegen einzuwenden? Okay, ich glaube, das ist gerade echt langweilig, was sie da machen, und die muss ich aussetzen. Ich erkläre dir nachher, warum. Hm. Der Typ labert echt lang. Ja. Look at me. Mein Englisch. Sie sind nicht gern. Sie wissen schon was. Der redet viel zu viel. Mal im Ernst, die Leute im Hintergrund sind sogar interessanter als der. Mhm. Wie zum Beispiel die ganz hinten. Trägt die ein BH? Ich glaube schon. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, sage ich noch einmal. Nein. Der labert echt viel zu viel. Aber hallo. Da soll sich mal ein Handy zulegen. Wenn ich Menschen helfen kann, mache ich das auch. Und sie brauchen Hilfe. Wisst ihr was? Ich bringe jetzt ein bisschen Kampf rein. Ich könnte sie durch die Kanisolation hier raus begleiten. Vielleicht müssen wir auch kämpfen. Nein, ich komme wieder, wenn ich soweit bin. So, Nebenquest Nummer 1 erledigt. Ich habe gedacht, wir müssen da sofort los, aber dem Anschein nach doch nicht. Wir können uns noch ein bisschen in der Stadt umsehen. Und warum musst du das genau vor meiner Maus legen? Mach wieder Lärm, ja. Und überdeck den Timer. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist. Huch, was war das? Nein. Das Geräusch? Okay. Alles klar. Wir waren jetzt hier im Club und die Tür ist aufgemalt. Können wir da was machen? Nö. Dann gehen wir mal weiter hier entlang. Mal schauen, ob wir irgendwo reinkommen. Nein. Okay, da drin waren wir ja schon und wir gehen noch nicht rechts. Wir laufen jetzt einfach mal herum. Es schaut aus, als können wir hier reingehen. Können wir auch. Gut. Und wir sind erst bei 9 Minuten. Du musst auch mal ein bisschen mehr erzählen. Schule war heute zu viel für mich. So anstrengend. Schule? Nee. Mülleimer! Mülleimer! Geist, guck mal, was ich gefunden habe. Ein Mülleimer. Oh, Mülleimer, komm, wir hacken jetzt zusammen diesen Computer. Bist du dabei? Ja. Ich habe mit Mülleimer geredet. E-Mail. Passwort. Und mich verachtest du jetzt? Natürlich, ich habe Mülleimer. Nein, nein. 1. Ihr kennt das Programm. Ihr müsst Pause klicken, wenn ihr die lesen wollt. 3. 4. Woher weißt du, wie der Code ist? Ich habe ihn gehackt.
So, Mülleimer, lass die Frau in Ruhe, du gehörst zu... Und woher weißt du, wie du die Computer in Vampire the Masquerade Bloodline einteilst? Das steht doch immer unten. So, Mülleimer, nächster Computer. Huch. Zeig mir das mal. Computer hacken, danke. Wo steht das? Das ist nur eine Namensliste, die braucht man nicht. Was steht da? Noob Game. Camper. Achso, Camper. Camper. Camper, achso. Camper, achso. E-Mail. Da unten steht, siehst du? Oh. Steuerung C. Jetzt hacken wir mal wieder ein bisschen. Kafka. Lass mal das F weg und dann sprich's nochmal aus. Eins. Kafka. Zwei. So, und jetzt schauen wir nochmal Anwendungen. Auftragsbuch aktualisiert. Bla 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 bla. Ja. So, ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Und es ist Halbzeit. Huch, wir können irgendwas aufheben. Was ist das? Gib her. Gegenstand. Ach. Ihr wisst, dass ich mich überall umschauen muss. Das sind die Toiletten. Es gibt keine Männer- und Frauentoiletten. Es gibt komplette Toiletten. Und hierhin kann man noch nicht. Auch völlig okay. Wir müssen uns leider von Müll einmal wieder verabschieden, denn der kann nicht mit uns die Karte verlassen. Huch. Oh! Ja, das ist eine Mülleimer. Ja! Yeah. Oh. Geht nicht. Schlechter Mülleimer. Böse. Cool, ich kann Leute bewerfen. Egal. Ihnen ist es ja egal. Dann gehen wir mal ins nächste Gebäude. Wir erkunden jetzt halt mal die ganze Stadt. Wir haben ja Zeit. Wir holen all die Nebenquests. Dann tun wir sie wieder nach und nach. Dann machen wir die Hauptquests und dann kriegst du ein Brot. Okay. Ich schaue bestimmt mit Brille so bescheuert aus. Und ja, ich habe gerade eine Brille an. Nicht schlimm. Ich schaue so schlimm aus. So, wir gehen kurz rechts, weil da ist ja eh Endstation. Schaue ich mal, ob hier eine Tür ist. Nein, aber hier ist eine Sackgasse. Oh. Aufgemalt. Auch gut. Gemalt. Da hinten geht's auch noch rein. Aha. Der glänzt aber. Kann nicht aufgehen. K, was steht da? Nichts Wichtiges. Oh, wir sind, glaube ich, jetzt an einem Ort, wo wir noch nicht sein wollen. Dann gehe ich natürlich zurück. Oh, wir können es knacken. Hehehehe. Hübsche Finger. Ja, Watch out, die schönsten in der Welt. Oh, offen, aber wir gehen da nicht rein, weil wir kommen dann in diesen Space Burger. Oder? Ja. Okay, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ach ja, richtig, da links. Oder besser gesagt, geradeaus. Das nächste Gebäude, in das wir reingehen können, ist das Hotel. In dem haben wir sogar, glaube ich, gerade eine Nebenquest laufen. Sprich, wir sind hier herzlich willkommen. Süß. Mhm. Sag mal, Gast, bist du eher Nahkämpfer oder Fernkämpfer? Nahkämpfer. Und warum? Weil es lustig ist. Sorry, no vacancies. Macht mehr Spaß ich als Fernkämpfer. Feel free, man. This is a treasure trove of human banality. Mein Gott, ist der hässlich. Und was ist mit seinen Augen? Die sind ja fast komplett schwarz. Weniger kiffen, Mann. Sind sie Schriftsteller? Da muss er nur noch mit Schwabello anschmieren. Ach, wir haben schon wieder. Glaub schon. Oh, wir haben schon wieder jemanden gefunden, der viel zu viel labert. Oh nein. Doch. Meine Hose geht wieder wandern. Ach, woran schreiben Sie? Ich habe eine Gabel. Oh. Wow, was macht man damit? Dreimal das raten. Oh, da ist ja wieder Horror. An welcher Art von Horrorfilm arbeiten Sie? Oh, was für ein Zufall. Nehmen Sie mich, ich bin perfekt für die Rolle geeignet. Glauben Sie mir. Vampire? Was wissen Sie schon über Vampire? Well, in my story, it's not like about garlic and bats, okay? It's about vampire societies and stuff. You know, like, what would vampires be really all about? I mean, how do they blend into society without being discovered? Mhm. Oh Gott, das zweite nehmen wir lieber nicht. Das wüsste ich. Mach das, mach das, mach das. Nimm die zwei, nimm die zwei. Ich würde am liebsten zuerst abspeichern, aber wir können nicht während eines Gesprächs speichern, deswegen nehme ich nur die eins. Verstehe. Nein, ich muss dann mal wieder. Nein.
Dialoge, kein Speichern möglich. Wisst ihr was, dann speichere ich jetzt und dann schaue ich, ob wir ihn vielleicht jetzt hat. Naja, ihr wisst schon. Night eating you? Macht in den... Andersrum, bis dann. Ach Mist, jetzt ist eh zu spät. Oh. Naja, was können wir hier hinten machen? Ein kleiner Nebenraum. Oh, ein guter Computer, ein langweiliges Radio. Gut, dann gehen wir mal hier hin und... Ein Pool! Oh, ein leerer Pool. Ein Pool! Oh, nein! Oh. Oh, wow. Wenn da Wasser drin ist, sieht das bestimmt total geil aus. Was ist mit Roger los? Das sieht aus, als würde er gleich kämpfen. Egal. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Mülleimer in großer Version. Mülltonne. Ja. Da kommen wir nicht durch. Wollen wir geh noch mal ins Gitter, geh noch mal ins Gitter. Ah, Gast. Oh, die Lichter. Okay, dann lass uns mal die Treppen hier hochgehen und dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Wir fangen ganz drüben an. Oh, hier können wir rein. Gehen wir natürlich noch nicht. Hier können wir nicht rein, das ist natürlich mies. Ich laufe mit Absicht so hoch. Schloss knacken. Ich höre ein Radio. Dass du nicht hörst. Oh, fehlgeschlagen, Stufe 8. Ja, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Da können wir noch nicht rein. Da können wir auch noch nicht rein. Gut, dann gehen wir in das einzige Zimmer, wo wir momentan rein können. Wie sieht es eigentlich mit unseren Fähigkeiten aus? Eigentlich ziemlich gut. Du hast doch da unten zwei, dann macht das für Schlösser knacken. Nee. Gut, und hier rein mit uns. Es sei denn, da hinten war ja noch ein Schloss. Da. Können wir das knacken? Nein. Oh. Alles Stufe 8. Wir müssen später wieder hierher kommen. Wow. Was war das? Wow. Ey, wo ist der Typ hin? Der ist doch vor unseren Füßen gelandet. Erfahrungspunkte 2. Ja, das will ich doch. Scheiße, was war das? Ein heftiger Familienstreit. Warte, mit dem Schlüssel, den sie am Mordschauplatz gefunden haben, sind sie gerade noch rechtzeitig in ein Zimmer im Lucky Star Motel gelandet, um den Serienmörder flüchten zu sehen. Ah! Den Serienmörder? Den Serienmörder. Ich glaube, wir können jetzt zu diesem Isaac und dort ein bisschen mit denen über den Serienmörder reden. Welcher Serienmörder? Du musst dir nochmal das Let's Play anschauen. Aber hier haben wir uns dem Anschein nach alles angeschaut. Wir können ja ewig so nicht mehr machen. Und jetzt schauen wir uns mal weiter um. Okay. Oh Gott, meine Nase juckt. Was denn? Nichts. Huch, Menschen. So, das nächste Haus, in das wir gehen können, ist da, oder? Nein, wir haben keine Karte. Gut, dann schauen wir uns weiter um. Dann schauen wir uns mal noch weiter um. Eine schöne Stadt. Ich sehe da hinten jemanden und die war davor nicht da. Ich habe Angst, ja, da jetzt entlang zu laufen. Na, die. Welche die? Die da. Hä? Da, wo ich gerade hinzeige, da. Ja, dann war sie eben drinnen und sie ist hier draußen. Nee, die können hier doch bestimmt irgendwie umrunden. Süß, eine Pennergesellschaft. Oh. Verdammt, und da hinten sind noch ein paar Gebäude, die wir noch nicht kennen. Ist doch nicht so schlimm, geh einfach zu ihr hin und wenn du kämpfen musst, dann kämpfe. Nein, die kommen zu uns hin! Was macht die? Verdammt! Oh, die kenne ich doch irgendwoher. Schon wieder. Verdammt! Wer ist das? Das ist... Du bist offensichtlich geistig umnachtet. Lass mich verdammt nochmal allein! Oh, wir müssen Folgenende machen. Oh, scheiße. Ja, dann... Wisst ihr was? Wir machen das Gespräch zu Ende und dann... Nein, sie können es nicht wissen. Bitte nicht. Boah, ist die nervig. Mhm. Wie lange dauert das Gespräch? Aber... Oh, fuck, die müssen wir jetzt aufhalten. Wo ist die hin? F... Maskeradenbonus. Hör auf zu saugen, Watcher! Das war jetzt eine Panikreaktion. Ist sie jetzt Vampir? Nein. Vampir wird man ja, wenn bei dem Maskeradenbonus nur wenn es Kuss gibt. Aber ist egal, ich stelle mich mal hier vor diesen Laden. Ein schöner Abschlussbildschirm. Die Folge hat, glaube ich, ein klein wenig Überlänge, ist aber völlig egal.
ich verabschiede mich. Tschüss und bis... Oh, mit dem Mond noch da, hast du gut gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Player und... Gast. Die, glaube ich, nächstes Mal nicht mehr da ist. Egal. Adios. Tschüss.